Sie hören Teil 2 des Artikels Flechte, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Alter: Flechten zählen zu den langlebigsten Lebewesen überhaupt und können ein Alter von mehreren hundert Jahren, in Einzelfällen sogar über 4500 Jahren erreichen, wie etwa bei einer Landkartenflechte, Rizucapum geographicum, aus Grönland. Durch ihre, nach einer Initialzeit konstante Wachstumsrate, können sie zur Altersbestimmung von bloßgelegten Steinen, Gletscherrückgang oder neu errichtete Bauwerke genutzt werden. Die meisten Untersuchungen beziehen sich auf die gelben Sippen der Gattung Rizocarpon, wobei der Durchmesser der Flechtenlager direkt zum Alter des Untergrunds in Bezug gesetzt wird. Diese Altersdatierung anhand von Flechten wird auch Lichenometrie bezeichnet und wurde 1957 vom österreichischen Botaniker Roland Beschel eingeführt. 1965 bestimmte Gerhard Vollmann etwa das Alter der durchschnittlich knapp 500 Jahre alten Monumentalfiguren auf der Osterinsel anhand des Flechtenwuchses. Die Methode ist jedoch wegen des nicht immer gleichmäßigen Wachstums nicht unumstritten und wird nur dort genutzt, wo etwa die Radiokohlenstoffmethode nicht angewandt werden kann. Flechten und Tiere. Besonders im hohen Norden, wo die Vegetation spärlich ist, sind Flechten während der Wintermonate für Rentiere mit etwa 90% Hauptbestandteil der Nahrung. Meist handelt es sich um Rentierflechten, Cladonia, die sie mit ihren Hufen auch unter einer Schneedecke freilegen und mit Hilfe des Enzyms Lichinase verwerten können. Auch Elche nutzen diese Nahrungsquelle. Für viele Larven von Schmetterlingen dienen Flechten als Nahrungsgrundlage, wie etwa für Vertreter der Gattung der Flechtenbärchen, Ailema, deren Raupen sich ausschließlich von Flechten ernähren. Im Übrigen sind es vor allem wirbellose Tiere wie Schnecken, Insekten und Milben, zu deren Ernährung Flechten in unterschiedlichem Ausmaße beitragen. Dazu zählen auch Staubläuse, Socoptera, manchmal auch Flechtlinge genannt, zu denen etwa die Bücherlaus, Lipusgelis simulans, gehört. Erwähnenswert ist auch die Larve von Mycobates pamelie, die sich mit ihrer leuchtend orangenen Färbung an ihren Lebensraum in der gewöhnlichen Gelbflechte angepasst hat. Die Flechtenvegetation bietet vielen Tieren nebst Nahrung auch Lebensraum und Tarnung vor Fressfeinden. Milben und Insekten leben in großer Zahl zwischen Flechtenlagern. Auch für die ebenfalls austrocknungsresistenten Bärtierchen sind Flechten ein wichtiger Lebensraum. Die Raupen verschiedener Nachtfalter tarnen sich mit Flechtenstückchen, andere ahmen einen flechtenbewachsenen Zweig nach, Mimikry. Viele Vögel verwenden Flechten, vor allen Dingen blatt- und strauchförmige Arten, für den Nestbau, wie etwa der Wanderregenpfeifer, Luvialis dominica, der sein Bodennest aus etwa 250 Tali der Totengebeinflechte und anderen Vertretern der Gattung Cladonia und Cetraria baut. Bioindikatoren. Flechten gelten als Zeigerorganismen für bestimmte Umweltbedingungen, insbesondere die Luftqualität. Dies liegt daran, dass das Zusammenleben zwischen Pilz und Alge leicht gestört werden kann. Die in Luft und Regen enthaltenen Nähr- und Schadstoffe werden nahezu ungefiltert aufgenommen, da Flechten keine speziellen Organe zur Wasseraufnahme aus dem Boden besitzen und über den gesamten Talus Feuchtigkeit aufnehmen. Daher reagieren sie besonders empfindlich auf Luftverschmutzung. Die ersten Berichte über eine massive Verarmung der Flechtenvegetation im Bereich industrialisierter Städte stammen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, lange bevor Waldsterben und saurer Regen ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerieten. Als Hauptursache konnte der erhöhte Schwefeldioxidgehalt der Luft identifiziert werden. Inzwischen haben Schwefelfilter in Industrieanlagen und Katalysatoren in Kraftfahrzeugen dazu beigetragen, die Luftgüte zu verbessern, sodass heute Flechten wieder häufiger in Großstädten aufzufinden sind. Mit dem passiven Monitoring werden anhand von Verbreitung und Häufigkeit Rückschlüsse über die Luftgüte getroffen. Beim aktiven Monitoring werden mehrere Tali einer bestimmten Art, meist der Blasenflechte, an einem belasteten Standort ausgesetzt und die Reaktion wie Vitalitätsverlust, Verfärbung des Talus oder gar das Absterben der Organismen beobachtet. Die Bioindikation mit Flechten ist allerdings auf lange Zeit ausgelegt. In Deutschland sind passives und aktives Monitoring durch die VDI-Richtlinie
3957 seit 2005 standardisiert. In Gebieten mit intensiver Landwirtschaft reagieren Düngemittel, die Stickstoffverbindungen enthalten, mit dem Regen schwach basisch. Dies führt vor allem zum Verschwinden der Flechtenarten, die saure Standorte bevorzugen. Daneben sind Flechten Akkumulationsindikatoren für Schwermetalle, da sie die toxischen Partikel im Gewebe anreichern, was schließlich zum Absterben der Flechte führen kann. Schließlich speichern Flechten auch radioaktive Substanzen. So lassen sie sich insbesondere zur Überwachung des radioaktiven Niederschlags nach atmosphärischen Kernwaffentests heranziehen. Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl gelangten große Mengen radioaktiver Isotope nach Finnland und wurden dort von Rentierflechten, Cladonia, aufgenommen. In Rentieren, die sich hauptsächlich von diesen Flechten ernähren, reicherten sie sich weiter an und gelangten schließlich über die Milch der Tiere und den daraus hergestellten Käse als Nahrung in den menschlichen Körper. Entwicklungsgeschichte. Älteste paläontologische Hinweise auf eine Symbiose aus Pilz und Alge belegen Fossilien aus Südchina. Sie sind rund 600 Millionen Jahre alt und somit aus der erdgeschichtlichen Epoche des Ediacarum. Sie enthalten noch im Wasser lebende Flechten. Bis dahin galten Fossilien aus dem frühen Devon für etwa 400 Millionen Jahren als die ältesten Flechtenfossilien. Neuerdings wird Prototaxites aus dem Devon als mögliche Riesenflechte diskutiert. Ob diese an Land lebende Art von der in China gefundenen Spezies abstammt, ist nicht geklärt, da Flechten mehrfach unabhängig entstanden sind. Taxonomisch gesehen handelt es sich bei Flechten um eine sogenannte polyphyletische Gruppe der Pilze, das heißt, die einzelnen Arten gehen nicht auf eine Flechtenstammart zurück. Für ein hohes phylogenetisches Alter sprechen auch Überlegungen, dass diese Organisationsform vor den Gefäßpflanzen das Land besiedelte, da nur genügsame, wechselfeuchte Organismen erste Schritte auf blankem Fels unternehmen konnten. Flechten und der Mensch. Geschichte der Flechtenkunde. Der griechische Botaniker Theophrastos, ein Schüler von Aristoteles, beschreibt erstmals in seinem Werk Geschichte der Pflanzen zwei Flechtenarten, eine Bartflechte, Usnea, und eine Flechte auf Küstenfelsen, Ocella. Zu dieser Zeit erkannte man sie noch nicht als eigenständige Organismen, sondern hielt sie für Auswüchse von Bäumen oder Algen, Setern. Erst im 17. Jahrhundert entwickelte sich erneut Interesse und der Name Lichen wurde nun gebräuchlich. Dieser leitet sich vom griechischen Leichen ab und bedeutet Warze, was auf die Gestalt der Fruchtkörper hinweist. Die Anzahl der bis dahin bekannten Arten erhöhte sich auf nur 28. Der französische Arzt und Botaniker Joseph Piton de Turfon gliederte in seinem neuen System die Flechten als eigene Abteilung Lichen von den Moosen ab. Obwohl 1753 schon über 170 Arten bekannt waren, beschrieb Karl von Linné nur 80 Arten und bezeichnete sie als armseligstes Bauernvolk der Vegetation. Mit der Publikation der Schrift Methodus qua omnes detectus Lichenis ad genera redigere tentavit begründete Erik Archarius 1803 die wissenschaftliche Lichenologie. Er erstellte ein System, der auf dem Bau der Fruchtkörper beruht und verfasste ein System aller zu seiner Zeit bekannten 906 Flechtenarten. Der Arzt und Mykologe Heinrich Anton de Bary erkannte 1866 erstmals die Symbiose bei einer bestimmten Art von Galertflechte. Die Vermutung, dass Flechten Doppelorganismen von Alge und Pilz sind, wurde 1869 vom Schweizer Botaniker Simon Schwenderer aufgegriffen, der sie auf die übrigen Flechtenarten anwendete. Heute hat sich die Lichenologie zu einer eigenen Disziplin entwickelt, die zwischen Mykologie und Botanik angesiedelt ist. Verwendung. Die älteste Verwendung von Flechten ist jene als Nahrungsmittel. Am bekanntesten ist die kontrovers diskutierte Ansicht, ob es sich beim biblischen Manna um die Wüstenflechte Sperotalia esculenta gehandelt haben könnte. Bestimmte Flechten, zum Beispiel Cetraria islandica und Lecanora esculenta, wurden vor allem in Notzeiten gekocht oder als Mehlzusatz verwendet. Manche Teilnehmer schwieriger Expeditionen, etwa bei John Franklins Suche nach der Nordwestpassage,
haben nur dank Flechten überlebt. In Kanada waren manche Flechten als Felskutteln bekannt. In der indischen Region Bellary wird aus einer Pamelia-Art das Currygericht Ratapo zubereitet. In Japan gilt die Nabelflechte Iwataka, Umbilicaria esculenta, als Delikatesse und findet als Suppe oder Salat Verwendung. In Nordamerika werden Puyoria-Arten als Nahrung zubereitet. Seit dem Altertum werden Flechten auch als Heilmittel genutzt, etwa von dem griechischen Botaniker Theophrast. Die mittelalterliche Mystikerin Hildegard von Bingen schrieb: "Und das Moos, das an gewissen Bäumen wächst, hat Heilkraft in sich. Und solches, das auf fauligem Holz wächst, hat fast keine Heilkraft, weil die in stinkenden Säften der Dächer und fauliger Hölzer und in Steinen vorhanden ist, ausbricht und im Moos auswächst, daher ist es fast ohne Nutzen." Entsprechend der Signaturlehre wurde früher die echte Lungenflechte Lobaria pulmonaria gegen Lungenleiden eingesetzt und findet heute noch in der Homöopathie Verwendung. Im 17. und 18. Jahrhundert fand die echte Lungenflechte, die auf Kiefern wuchs, in einem Kloster an der Usolka in Sibirien als Bitterstoff, anstelle des Hopfens, beim Bierbrauen Verwendung. Mit der in Afrika endemischen Art Pamelia hottentotta wird Honigbier gewürzt. Im Mittelalter wurden Flechten, die auf freiliegenden Totenschädeln wuchsen, als Muscus cranii humani oder Muscus ex cranio humano gegen Epilepsie verwendet. Flechten enthalten oft eine große Vielfalt an Inhaltsstoffen, die sie für die pharmazeutische Industrie interessant machen. So wird das isländische Moos Kitaria islandica Hustenmitteln beigegeben. Das Antibiotikum Osninsäure wurde im Baumbart Usnea entdeckt. Neuerdings sind gewisse Polysaccharide in der Krebsbehandlung von Interesse. Einige Arten werden zur Alkoholproduktion verwendet, zum Beispiel Puyoria, Cladonia oder Kitaria islandica. Die durch Vulpinsäure giftige Wolfsflechte, Letaria vulpina, wurde früher zum Vergiften von Fuchs- und Wolfsködern genutzt. Lange Zeit wurde aus den an Küstenfelsen vorkommenden Flechten der Gattung Rosella und der Art Pertusaria corallina die purpurfarbene Rosellie, ein wertvoller Farbstoff, gewonnen. Lackmus ist ebenfalls ein Flechtenfarbstoff, der aus Rosella-Arten gewonnen wird. Auch andere Flechtenarten, etwa Evernia- oder Pamelia-Arten, können zum Färben von Wolle und Stoffen verwendet werden, was in Europa hauptsächlich in Skandinavien und Schottland praktiziert wurde. Vor allem angenehme Gelb- und Brauntöne können erzielt werden. Im Süden Chiles finden für das Färben von Wolle nach wie vor Bartflechten der Gattung Usnea Verwendung. Der schwedische Naturwissenschaftler Carl von Linné erwähnt in seinem Plante Tinctorie sechs Färberflechten. Das Baummoos, Pseudevernia furvocacea, und das Eichenmoos, Evernia punastri, werden in der Parfümindustrie genutzt. Die Alpenrentierflechte, Cladonia stellaris, wird schließlich in größeren Mengen aus Skandinavien importiert und findet als Modellbäumchen in Architekturmodellen oder in Kranzschmuck Verwendung. Beim wilde Mäntle-Tanz des Alpenraums, der heute noch alle 5 Jahre in Oberstdorf aufgeführt wird, sind die Darsteller am ganzen Körper mit langen, zottelig herabhängenden Bartflechten, die auf das leinene Gewand aufgenäht sind, geschmückt. Lediglich die Augenpartie bleibt frei. Sie tanzen zu urtümlicher, rhythmischer Musik. Flechten in der Literatur. Ein mit Flechten behangener Baumriese könnte die Vorlage für die Ents genannten Baumwesen in Tolkiens Roman Der Herr der Ringe gewesen sein. John Whitehams Science-Fiction-Roman Ärger mit der Unsterblichkeit, Trouble with Leichen, erwähnt die Gewinnung des altershemmenden Wirkstoff Antigeron aus Flechten. Naturgemäß werden Flechten auch in Berichten über den Norden Europas an vielen Stellen erwähnt, etwa bei Alfred Andersch in seinen Reiseerzählungen Hohe Breitengrade und Nordische Wanderungen. Von Hans Magnus Enzensberger stammt das Gedicht Flechtenkunde, aus dem Band Blindenschrift von 1969. Der Artikel Flechte wurde von Fabian Ulshöfer mit dem Benutzernamen Fabelmann am 26.04.2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
kann unter creative-commons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Flechte. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.